Ohayo, boku dasu imposto. Kannst du Japanisch? Hä? Ah, Bro, und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Challenge auf unserem Kanal. In meinem Garten. Ja, heute. Ja, wir haben lange keine Challenge mehr gemacht. Ja. Aber das liegt auch daran, Nick hat viel zu tun, ich habe viel zu tun. Okay, sind wir ehrlich, gefällt, aber... Was? Ein bisschen faul? Okay, Freunde, und zwar, wir dachten uns heute, wir haben es bei den Jungs gesehen. Wir sind ehrlich, wir sind wenigstens. Wir haben es bei den Jungs, bei den Anime-Bros. Und dann haben wir Steuerung C, Steuerung V. Genau. Ja. Ja. Wir machen heute die Anime-Telefon-Prank-Challenge. Und zwar, jeder hat einmal 8 Wörter oder kleine Sätze rausgesucht. 16 insgesamt, ja. Nein, insgesamt, wir beide. Du 8, ich 8. Ja. Ich habe 16. Ja, wir haben 16. Ich habe 16, du hast 16. Ja, dann haben wir jetzt 8. Junge, aber 8 pro Runde. Ah! Auf jeden Fall, wir haben jeweils 8 Sätze oder kleine Wörter. Oder längere Sätze vielleicht. Oder längere Sätze. Und wir rufen gleich irgendwen an, dann sehen wir die Wörter und müssen diese 8 Wörter gut verpacken. Aber wollen wir Ching Chang Chong machen, anfangen? Ja, aber du hast nicht verraten, was passiert mit dem Mann, der verkackt. Stimmt, stimmt. Und zwar der Verlierer. Es gibt die ultimative Tobirama. Er wird angespritzt. Wasser, Straf. Er wird aufhören. Er wird angespritzt. Man nimmt einen Schlauch und spritzt jemanden. Ah! Man nimmt einen Gartenschlauch und spritzt jemanden an. Ihr müsst wissen, wir sitzen schon nass, weil wir wollten gerade aufnehmen und dann dachte sich der Regen. Tobirama. Dass es regnet. Aber auf jeden Fall der Verlierer, wenn er es nicht schafft, alle Wörter zu sagen, wird einfach 30 Sekunden oder so abgespritzt von dem anderen mit dem Gartenschlauch. Das ist richtig erotisch und danach darf geduscht werden. Bist schon nass. Ja, stimmt. Ja, gut, lass mich. Soll ich das Shampoo? Okay, komm. Ching Chong Chong. Okay. Bis eins. Ich nehme Stein. Ich nehme auch Stein. Ich will anfangen. Also stell mir erstmal deine 8 Wörter vor. Du weißt, ich nehme immer Stein. Ja, aber stell mir deine 8 Wörter vor, Bro. Okay, los geht's. Einmal das klassische Ohayo Sekai. Good morning, go. Shidori, 1000 Vögel kennt man, aber ich möchte, dass du so richtig schlecht sagst. Also so. Dieses Shidori, 1000 Vögel. Ja, mit den Kudasai. Ja, aber mit den Kudasai. Mangekyou. Shuringo. Sag schon, Sasuke! Kennst du von JoJo's Bizarre Adventure? Oh. Oder, das sagst du. Oder. Das machst du in ein paar Sekunden. Okay. Kimi no makonashite. Okay. Aber dann sagst du nichts, bis er was sagt. Okay. So, was hältst du eigentlich von Yamete? Ich hab ganz krass. Okay. Oh, hi, Sekai, good morning, world. Und zwar, ich wollte einmal nachfragen, haben Sie noch geöffnet? Bis wie lang? Bis 22 Uhr. Oh, Yamete Kurasai. Aber haben Sie auch noch eine Chidori 1000 Vögel Pizza? Das ist eine Salami Pizza. Also die gab es damals in Italien, als ich im Urlaub war. Salami? Ja, mit Mangekyou Sharingan. Nein! Das Einzige, was ich gehört habe, hallo, Pizza Italien, Yamete Kudasai, Ohio, natürlich. Wieso nicht das meine Pizzerie verpacken, Bro? Ich würde jetzt sagen, das heißt, jetzt kommt Nick, jetzt stelle ich Nick 8 Wörter vor. Das erste Wort wäre Leave Me Alone, dann Amaterasu. Amaterasu. Und dann einfach ganz normal die 7 Dragon Balls. Dann Bahata als Jack Sparrow. Hey Leute, Quirko hier. More guys, Jaser, hä? Aber das muss auch wirklich so betonen. Sie müssen wissen, er hat das einfach an einen Kollegen geschickt, die Liste, und der gerade so fragt. Dein Krankenwagen ist so ein aggressives Wort, oder? Und dann, die Grey Man ist ein scheiß Anime, oder? Ah, das ärgert mich. Ich habe nur 4 Wörter geschafft. Moin Guys, Jason hier. Ich wollte fragen, liefert ihr heute noch? Ja. Okay, dann werde ich mal überlegen, habt ihr auf eure Karte auch so Sachen in verschiedenen Nummern? Zum Beispiel, wenn ich sage, ich hätte gerne die 7 Grey Balls. Also. Ja, okay, dann würde ich ganz kurz gucken. Einen Moment, Leave Me Alone. Könnt ihr mir vielleicht die Adresse durchgeben? Ja, bitte, ich das sein. Ein Moment. Amaterasu. Moment. Ja, nee, okay, dann bestelle ich ohne Nummer. Weil ich mache das normalerweise bei meiner Stammpizzeria immer so. Aber egal. Haben Sie das mit verschiedenen Belegen? Moment. Haben Sie das mit verschiedenen Belegen, meine ich? Ja. Können Sie zum Beispiel sagen, was für welche? Weil ich bin immer ein bisschen unsicher, auch wenn ich zum Beispiel Döner bestelle und Sie sagen dann, wie du hast, Jake Sparrow, oder? Wissen Sie? Deswegen, ich weiß halt nicht. Haben Sie irgendein Beispiel? Also so mit Salami, mit Pepperoni vielleicht oder sowas? Ach so, ja. Butter ist Salami, Pilze, da ein bisschen Kuchstuhl in der Karte. Aber Krankenwagen ist so ein aggressives Wort. Ja, okay, ich würde die Salami-Pizza nehmen mit. Können Sie ein bisschen mehr Pepperoni drauf machen? Einen Moment. Die Grey Man ist so ein Scheiß-Anime, oder? Du Bastard. Ich kann das nicht.
Du hast einfach. du hast einfach 7 Wörter bekommen. 7? Ja. Ey, vor allem ist echt so richtig so. So. Kranke Magen. Aber ich hätte mehr erwartet. Weil das war so richtig so. Ja, haben sie so Karten, die 7 Black Balls. Da dachte ich auch, was du warte an Jack Sparrow. Weil meine nächsten sind. Mehr. Schokolade! Schokolade! Aber ganz klassisch, kann es sein, dass sie was gegen Naruto haben? Aber so richtig ernst, ich möchte, dass der Typ das persönlich nimmt. Dann, can I get it? Oh yeah! Das machst du auch. Und, hallo Namina! Du kannst ja auch mal fragen, einfach weil, wie hat Totoro eigentlich Sex? Warum nicht? Zum Beispiel, weißt du? Link direkt auf. Und dann möchte ich, dass du ein Zitat, ganz ernst, du sagst, ich hab was auf dem Herzen. Ja. Wissen Sie, alleine kannst du die Welt nicht verändern. Nur mit anderen Menschen gemeinsam. Das ist das Besondere. Moment, Schatz, der Pico Sohn am Telefon redet in einer anderen Sprache. Ja. Okay. Hallo, schönen guten Tag. Adrian, mein Name. Und zwar, ich wollte mal nachfragen, weil ich bin jetzt frisch hierher gezogen, ob Sie vielleicht auch so ein kartoffelähnliches Menü haben, weil sonst würde ich irgendwie gerne, dann nehme ich einen Kartoffelchip und esse ihn, weil ich hätte gern Hunger drauf. Ach so, okay. Und gibt es noch Schokolade? Schokolade? Einfach Schokolade da. Also kann man bei Ihrem Restaurant auch irgendwas mit Schokolade bestellen? Sowas wie eine Beilage oder ein Nachtisch? Ach so. Warten Sie mal ganz kurz. Meine Freundin kommt gerade durch die Tür. Hallo Namilein! Ja, bitte? Das hätten Sie vielleicht noch ganz kurz 30 Sekunden, also weil ich würde vielleicht ganz kurz nur mal einmal checken, was da abgeht, weil ich wüsste nicht ganz genau, ob ich jetzt in einer Minute direkt los müsste, weil wir würden es dann gerne abholen und wir sind ja ein bisschen weiter weg, deswegen, oder kann es sein, dass Sie was gegen Naruto haben? Gegen was? Nee. Nein, alles gut. Das war an meine Frau gerichtet, weil meine Frau schaut mich gerade an. Schatz, can I get a hooyah? Hallo? Ja? Und zwar... Ich verstehen, sichtbar? Nein. Aber es gibt da noch eine Lebensweisheit. Alleine... Die werde ich nicht verändern. Nur mit anderen Menschen. Das ist... Das ist auch noch an unserer Ex. Moment, Schatz, der Pico so am Telefon redet in einer anderen Sprache. Junge! Die so, nicht mehr verstehen sich was. Aber komm, pass auf. Jetzt kommen deine nächsten Wörter. Rassen, Shuriken. Und dann einmal, ich will einen One-Punch-Man-Schnitt. Dann auch, sag schon Sasuke. Und dann, es tut mir leid, ich muss gehen. Seufz. Hast du auch schön zu sagen. Dann einmal, abonniert Nisekan Kuwaku. Dann einmal, haben sie mich gerade Hund genannt? Aber wirklich ernst. Aber Sie haben doch eine Freundin, das ist nicht okay. Zu guter Letzt, die 27.000 Euro liegen auf dem Tisch. Rasen, Entschuldigung. Guten Tag, und zwar, hallo? Ja. Guten Tag, kann man bei Ihnen bestellen? Ja. Okay, haben Sie so eine Karte so mäßig mit? So zum Beispiel, wenn ich sage, ich hätte gerne die Nummer 7, so ich will ein Wort Punchmaschine, so verschiedene... Verschiedene Leid, ich muss gehen, seufzt. Bro, die Sache ist die, ich möchte nicht nass werden und der Typ ist einfach weg vom Telefon gegangen. Du hast einfach 3 Wörter durchgeballert, als er weg war. 3. Weil ich hab gar keinen Bock. Ich dachte mir so nämlich, die kann ich nicht mehr lustig verpacken. Weißt du so? Freunde, schreibt bitte alle in die Kommentare, dass das ein ehrenloser Move war. Müsst ihr heute, du hast Typ ist Schokolade gesagt. Ja, wenigstens ja. Hab ich's gesagt. Du hast die Dinge gesagt, als der Typ nicht da war. Doch, Bro, komm. Geh weg. Fass mich nicht an. Okay, wie lange darf ich? 10. Okay. Wir zählen alle Leute, die hier sind, zählen laut mit, okay? Wir gehen von unten nach oben. Okay, du gehst so. Von unten nach oben. Du gehst hier so. So, okay? 1, 2, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bro, wie geht's hier? Freunde, ich hab mein bester Monat. 4.000 Euro. Und das ist meine Arbeit. Danke nochmal, Rachel Legends. So, Bro, die Sache ist die,
falls jetzt wirklich der Ton verkackt ist, dann tut mir das wirklich leid, weil als ich dieses Mikrofon bewegt so, habe, ist das leider Spaß. Rausgegangen. Du hättest es wahrscheinlich auch gemacht. Nein, doch nicht. Doch, ich habe es sofort reingemacht. Ich weiß doch, das ist da drin. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Bis die Tage. Und ciao. Tschüss. Ich liebe es, dich so zu sehen.